Hier das Feedback über Twitter. Hashtag C3 in ausgeschrieben. Das sind drei, ja? Drei, die Zahl. T. Los geht's. Dieser Mensch hat schon einen Talk über Carhacking gehalten. Und der konnte dann Navigationssysteme umführen. Er bricht jetzt nicht mehr in Autos ein, sondern baut sicheres Zeug. Für einiges davon wird man für die Armory benutzt, die Waffenkammer, habt ihr vielleicht schon gehört. Hier ist Tamago. Ja, blankes Blech. Go-Framework für RM-SoCs. Könnt ihr mich hören? Vielen Dank für die Einleitung. Danke für die Erinnerung, wie alt ich bin. Das habe ich ja nicht mitgekriegt. Ja, wir brechen immer noch Autos. Aber das ist jetzt Arbeit und nicht mehr lustig. Und aber das Fun-Ding ist das jetzt hier, aber wir brechen immer noch Autos auf. Ich arbeite für F-Secure, kleine Einleitung. F-Secure kennt mich vielleicht als Gründer von Inverse Path. Ich bin einer der Autoren der USB Armory, der USB Waffenkammer. Wie in der Einführung gesagt wurde, arbeite ich viel mit Hardware und mit sicherheitskritischen Systemen wie Autos, Flugzeugen, industriellen Systemen und so weiter und so fort. Weil ich alt werde, naja, mag ich es jetzt lieber, Sachen zu bauen und zu machen, anstatt sie einfach nur kaputt zu machen. Ich glaube, das ist nicht wirklich vermeidbar, wenn du Informationswissenschaftsforscher bist. Anstatt einfach Sachen zu zeigen, die kaputt sind, wird die Industrie irgendwann so gut, dass ich glaube, dass wir auch so ein bisschen aufhören müssen und so ein bisschen dran denken müssen, wie wir Sachen bauen, Hardware und Software, die der Nicht-Sicherheits-Community so ein bisschen helfen, diese Sicherheitsprobleme zu beheben. Diese Probleme verwandeln sich halt irgendwie nie, das sehen wir, obwohl wir jetzt fast 2020 haben. Und darum müssen wir Open Hardware bauen und wollen auch Tamago bauen, was viel mit der USB Armory zu tun hat. Wir müssen bessere Tools rausbringen, die gut geölt sind, die ganze Zeit maintained werden und so weiter und so fort. Und das ist alles wahrscheinlich, weil ich alt werde. Der USB ist ein Open Hardware Computer, das ein sehr sicherer Platz sein soll in so einer kleinen, so einem kleinen Ort, in so einem USB-Stick. Und Tamago basiert auf unseren Wünschen, bessere Software für dieses Gerät zu bauen. Die ganze Inspiration kommt also durch die Reise, diese Hardware zu bauen. Und es kommt von einem sehr einfachen Szenario, das wir beim Testen von Systemen dauernd merken. Ich glaube stark an den Fakt, dass wie natürliche Sprachen, wenn irgendwer von euch für ein spezifisches Gerät coden wollen, in der Sprache, die ihr wollt, dann solltet ihr das können. Und wenn die Implementation dieser Sprache aus irgendeinem Grund einen Compiler generiert, der nicht schnell genug ist, ein gutes Projekt auf irgendeiner Hardware zu haben, dann ist das nicht dein Problem. Es sollte nicht dein Problem sein, dass du die falsche Sprache genommen hast oder so, sondern die Sprache sollte für eure Wünsche angepasst sein. Als Programmierer und Entwickler sollten wir in einer idealen Welt uns nicht kümmern drum, ob der Compiler optimiert ist oder nicht. In einer idealen Welt sind alle Compiler gleich gut darin, Maschinencode zu generieren. Ob du jetzt SQL Queries machst oder in Go, Python Assembly oder was auch immer, in einer idealen Welt, Star Trek, Enterprise Welt, sollte das gleichen Bytecode generieren. Denn was du mit dem Code machen willst, ist dasselbe. Aber wir leben nicht in dieser Welt, wir leben in einer echten Welt und das bedeutet, dass die Entwickler, die müssen Frameworks und Sprachen auswählen,
die Implementierung gut reflektieren. Die Hardware, die das supporten würden, das ist nicht ideal. Und das sind sehr vereinzelte, also unterschiedliche Szenarien. Wir haben Sprachen, die haben nicht so hohe Spezifikationen. Und das wollen Leute dann einfacher machen oder weniger Geld für ausgeben. Und das einzige praktische, um auf diesen Geräten zu programmieren, ist, indem wir unsichere, niedrige Level Sprachen benutzen, wie zum Beispiel C. Wir machen Kryptographic Tokens, wir machen Cryptocurrency, Geldbörsen und so weiter und so fort auf Autos, Flugzeugen. Und diese ganzen Appliances haben Firmware, die sehr basic ist, die eigentlich von der Implementierungsseite her nicht sicher ist. Und auf der anderen Seite, wenn wir Hardware mit High-Level-Spezifikationen haben, dann müssen wir komplexe Betriebssysteme unterstützen, wenn wir darauf irgendwas schreiben wollen. Und wenn wir Go oder Python oder sowas, also Higher-Level-Sprachen schreiben, dann schieben wir einfach nur die Komplexität rum. Die Komplexität oder Unsicherheit wird von uns als Programmierer weggenommen, aber überall anders in den Stack geschoben, der diesen Code laufen lässt, weil wir ein Linux-System haben, viele Treiber, die wir vielleicht nicht haben wollen. Wir schleppen Millionen Linien Code mit uns rum, die nicht wirklich nötig sind für die Aufgabe, die wir machen. Und Komplexität wissen wir ja, das ist ein Fehler, ein Gegner der Sicherheit. Und wenn wir ein System programmieren wollen auf einer High-Level-Sprache, dann möchte ich nicht einfach die ganze Komplexität unter den Teppich schieben, dass es davon sich in Rechnung ist. Ich will, dass es einfach weggeht. Wir sehen also diese zwei Szenarien. Keiner davon ist ideal. In diesem Fall sehen wir so eine Veränderung. Eine Veränderung weg von Mikrocontrollern und Systemen, die ein bisschen komplexer sein müssen, Home Routers. Und die sind auch sehr verbreitet, obwohl da so ein starkes OS drunter ist, sehen wir auch Geräte, Infotainment-Systeme und so weiter, die auf sehr basischen Systemen laufen. Und die brechen wir die ganze Zeit auf, weil natürlich C eine schwierige Sprache ist, mit der man codet. Egal, ob du C jetzt magst oder nicht, es ist einfach bewiesen, dass es sehr schwierig ist, produktionsfähigen Code zu haben, den viele Entwickler sicher nehmen, weil es einfach zu anstrengend ist, das so zu machen, zu viel Anstrengung braucht. Also kriegen wir es immerhin, diese Systeme zu brechen. Wenn wir Systeme auf chipbasierte Hardware bauen, wollen wir nicht diese Situationen haben. Wir wollen nicht einfach schlechten C-Code schreiben, basischen C-Code schreiben und dann gleichzeitig High-Level-Language Anwendung unter komplexen Operationssystemen laufen haben. Und unser Ziel hier ist, die Angriffsoberfläche des Systems zu verringern. Wir wollen nicht Millionen Lines Code mit uns rumtragen, die unnötig sind. Wir wollen das basische Minimum da haben, ohne Dependenzen, ohne Abhängigkeiten, ohne komplexe Operationssysteme. Wir wollen also nicht Riesenkomplexitäten mit uns rumschleppen oder irgendwo verstecken. Wir wollen eine Language wie Go direkt auf diesen basischen System. Das will Tamago machen, das ist direkt inspiriert von der USB Armory. Jetzt, viele von euch, schätze, viele von euch kennen Go. Viele von euch denken, warum nicht Rust? Und das gucken wir uns gleich an. Aber was ich sagen will, ist, warum nicht beides? Wir wollen, dass Leute die Wahl haben, die Language zu benutzen, die sie wollen. Wir wollen Go, darum haben wir das hier gebaut. Warum Go? Also erstmal Disclaimer.
Wir gehen hier jetzt in rein in dieses Thema. Da gibt es viele Flame Wars. Leute haben Gefühle. Ich habe Gefühle. Ihr habt Gefühle. Alle haben Gefühle über Languages, Sprachen. Das ist kein Talk darüber, ob Sprache X besser ist als Sprache Y. Ich sage euch nicht, dass Go besser ist als alle anderen. Ich sage nur, dass wir glauben, dass bestimmte Sprachen nicht so eine gute Chance haben, auf Basic, auf basischen Sachen zu laufen. Ich möchte, dass alles divers läuft nicht, und euch nicht irgendwie sagen, dass Go besser ist als was, sondern wir wollen euch die Wahl geben, und das hier ist die Wahl für Go, das gab es halt vorher nicht. Und das ist jetzt nicht größenverhältnismäßig korrekt. Das ist alles subjektiv hier. Aber wenn wir jetzt eine Linie machen würden, dann ist Go langsamer als Rust. Natürlich. Aber es ist einfacher, bei bestimmten Grad zu lernen. Go ist ein bisschen einfacher, ein bisschen flacher als in Rust. Rust ist sehr viel besser, ist sicher als C, gibt euch mehr Kontrolle, aber es ist auch schwer, richtig zu implementieren. Und jetzt haben wir eine Situation, wo Sprachen wie Go, die sehr schnell sind und viel schneller als Python oder Ruby, kann man echt gute Binaries bauen. Das ist ein bisschen von der Hardware abgehoben. Wenn du also Firmware machen willst, auf niedrigem Level, das funktioniert nicht richtig mit Go. Wir möchten das irgendwie so ein bisschen fixen, jedenfalls für Go. Das Einzige, warum wir das wollen, ist, das ist nicht das typische Setup für Firmware, für irgendwelche Metasysteme. Wir haben einen Bootloader, der sicher gebootet ist von der Hardware auf dem Chip, der Software auf dem Chip. Und der Bootloader authentifiziert Programmiersprache einem OS, das die meisten Leute benutzen. Das bootstrappt dann die Prozedur für eine verschlüsselte Partition und so weiter und so fort. Und vielleicht der Treiber kommuniziert. Sachen vom Chip zu holen. Das ist so eine typische Kette von sicherer, von guten Boots, um halt auch sicherzustellen, dass die Daten sicher sind. Und normalerweise haben wir so ein Szenario, wo wir was herstellen, zum Beispiel eine Cryptocurrency, Geldbörse oder was auch immer, Krypto-Firmware. Und jetzt coden wir das in Go oder so. Wir haben sehr wenig Code-Linien in Go. Wir haben eine Standardbibliothek für alles, TLS, Krypto. Wir minimalisieren die Dependenzen. Das ist sehr nice. Aber um das zu booten, um das auf die USB-Armory zu booten, dann müssen wir ein Linux-Image rumtragen, um sehr einfache Sachen damit zu machen, wie zum Beispiel Sachen entschlüsseln, mit dem System auf dem Chip zu drehen, USB und dann die Anwendung zu starten. Für uns ist es also letztendlich unelegant, dass wir so viel Zeit dafür verbrauchen, den Code der Firmware aufzuräumen und dann ein riesen Betriebssystem mit uns rumzuschleppen, vergleichen mit dem, was wir brauchen, und das dann oft updaten zu müssen, obwohl wir einfach nur ein paar Treiber brauchen, um das alles up to date halten. Also, das schon. Und wir brauchen viel Platz für die Tools. Ihr benutzt so wenig Tools, wie ihr könnt. Busybox und so weiter. Aber es fühlt sich immer noch nicht richtig an, das zu machen. Das ist zwar ein Beispiel, was von der USB Armory kommt, ist es aber trotzdem sehr allgemeingültig, und im Prinzip funktionieren die anderen Pakete, die Ähnliches tun, auch auf die gleiche Weise. Was wir also machen wollten, ist, wir wollten Go nehmen und einfach die auf der Achse nach links schieben. Also wir wollen dieselbe Einfachheit und dieselbe Geschwindigkeit bei der Entwicklung behalten, aber wir wollen auch mehr Kontrolle über die Hardware. Das heißt, wir wollen diese rote Box nehmen und diese vielen Millionen Zeilen Code wegwerfen, die wir nicht besitzen, über die wir keine Kontrolle haben.
und die wir dann einfach wegwerfen können. So, das ist einfach die Idee von Tamago. Das ist kein wahnsinnig neues Konzept. Man nennt das üblicherweise Unikernel oder Bibliothekbetriebssysteme. Das bedeutet, man hat einen einzigen Adressraum, der benutzt wird, um ein Bibliothek-Betriebssystem auszuführen. Normalerweise auf dem, direkt auf dem Metall, beziehungsweise direkt auf dem Prozessor. Der Witz ist, man kann die Angriffsoberfläche verringern dadurch. Und was wir damit machen, ist, wir verstecken die ganze Komplexität vor euch, den Anwendungsentwicklern. Und wie die üblicherweise funktionieren ist, man kriegt irgendwie eine API und man kriegt Entwicklung und die erklären einem, wie man das entwickeln muss und damit man das verpacken muss, damit man das ausführen kann. Aber was dann immer noch die Tatsache ist, ist, dass man eine Kernel unten drunter hat. Zum Beispiel BSD, NetBSD, FreeBSD. Und das macht einen Haufen Abstraktionsebenen dazwischen, sodass man das nicht mehr sieht und man deployt nur seine Applikation. Das ist alles ganz gut, aber vom Sicherheitsaspekt löst es das Problem nicht wirklich, weil eigentlich macht es das Problem schlimmer. Als ich jetzt rumgeforscht habe für diesen Vortrag, habe ich mal geguckt, was es da noch alles an Projekten gibt. Und es war in vielen Fällen echt schwierig herauszufinden, welchen Kernel sie eigentlich ausführen am Ende des Tages. Und die schauen immer so aus, als wäre das irgendwie so ein magisches Unikernel-Projekt, aber die meisten von denen benutzen einfach nur ein BSD-Kernel am Ende. Und manche andere, zum Beispiel MiniOS, das ist noch in C geschrieben. Das ist zwar deutlich kleiner und kürzer als ein BSD, aber immer noch. Und manche sind auch gar nicht darauf ausgelegt, dass man sie direkt auf dem Blech ausführt. Also dadurch, dass sie einfach einen Hypervisor noch dazwischen brauchen, wie zum Beispiel Zen, was wir auch nicht machen wollen bei Embedded Systems. Das heißt, bei den meisten Unikernel-Projekten, die im Moment existieren, die lassen sich nicht wirklich für das einsetzen, was wir machen wollen, nämlich C rauswerfen. Im Prinzip wollen wir C komplett loswerden. Zumindest solange wir unsere Firmware laufen lassen, wollen wir keinerlei C-Code mehr dabei ausführen. Egal wie viel man da wegabstrahiert, solange man irgendwie immer noch den Hypervisor oder den Kernel dabei hat, hat man halt Code, der in C geschrieben ist, den wir dann ausführen. Also ist das nicht das, was wir haben wollen am Ende des Tages. Und das andere Problem, was wir haben, ist, wenn man sich von der Sicherheit das Ganze ansieht, die meisten Anwendungsfälle wollen relativ generische Anwendungen unterstützen. Einfach individuell geschrieben vom Entwickler und dann nur ausführen. Das heißt, man braucht relativ generell geschriebene Betriebssysteme. Das Problem ist, wenn man verschiedene Anwendungen hat mit in verschiedenen Sicherheitsleveln und dann auch noch das Ganze in einer unsicheren Sprache wie C geschrieben, dann will man verschiedene Dinge, die Features wie Adressraumverwürfelung oder andere Sachen, die einfach reingeschrieben wurden, wie KSLR, die diese Systeme unterstützen. Das heißt, aber in dem Moment, wo wir das einen anderen Ansatz verfahren, und zwar ein Unikernel direkt auf dem Blech ausführen wollen, können wir uns davon verabschieden und das Ganze vereinfachen. Das heißt, wir haben keine Idee, also wir wollen nicht auf dem Hypervisor laufen, wir wollen nicht in die Cloud und wir wollen Go verwenden. Und wir wollten Go echt eine Chance geben, dass wir das hinkriegen, weil wir glauben, dass es eine relativ flache Lernkurve hat. Und es hat auch noch andere Vorzüge, wie zum Beispiel höhere Produktivität und eben zum Beispiel auch eine richtig mächtige kryptografische Bibliothek. Und Rust hat ja auch schon gezeigt, dass es geht. Aber Go hatte diese Chance noch nicht und das wollen wir noch machen, weil wir glauben daran, dass es geht. Also was wir jetzt am Ende des Tages schaffen wollen, ist, es kommt auch darauf an, wie man es macht, nicht nur, dass man es kann. Jeder kann irgendwie, wenn man genug Arbeit reinsteckt, kann man Go immer irgendwie direkt auf dem Blech ausfüllen. Es geht auch darum, wie wir das machen und das muss vertrauenswürdig sein. Das heißt, Tamago ist die Idee,
Wir wollen den einfachsten Weg finden, wie wir den Go-Compiler patchen können, sodass wir minimal intrusiv arbeiten, also möglichst wenig ändern, möglichst sauber arbeiten. So, normalerweise ist es so, man gibt eine Variable an, die heißt GoOS. Da haben wir ein extra Ziel erzeugt mit unserem Minimal-Patch, der heißt dann Tamago. Und das ist die eine Hälfte von Tamago. Dann gibt es noch Pakete, die man halt braucht für die individuellen Boards, die man unterstützt. Also im Moment haben wir natürlich Unterstützung für den USB Armory Satz an Chips. Das ist ein Mitglied der NXP IMX6ULL Familie. Und unser Ziel war es, dass wir Sicherheitsanwendungen dafür entwickeln, auch unter anderem mit verschlüsselten Bootloadern und verschlüsselten Partitionen. Und es gibt jetzt auch verschiedene andere Ansätze, wie man das in Go ähnliche Ziele verfolgt werden, aber aus verschiedenen Gründen waren die nicht das, was wir wollten. Also da gibt es zwei Projekte, die nicht mehr unterstützt werden. Das erste ist Biscuit, das ist ein Go-Kernel, direkt in Go geschrieben, der nicht Go-Software auch unterstützen sollte. Der hätte im Prinzip POSIX-kompatible Interfaces gehabt. Das Problem ist, es ist ein Haufen Komplexität dahinter und es ist auch nicht mehr unterstützt. Sie haben zum Beispiel den existierenden Linux, ISO-Linux-Support reingeschrieben, der dann auch wieder nicht unterstützt ist. Dann gibt es noch ein anderes Projekt, das heißt GERD, das ist auch nicht unterstützt. Die Idee hier ist, das ist auch wieder ein einfach nur ein Biscuit-Abkömmling und man hat die gleichen Probleme, auch zum Beispiel, dass wieder ISO-Linux mit dabei ist. Dann gibt es noch ein interessantes, das heißt AdminOS, das ist relativ ähnlich wie Tamago, und das aber nicht direkt auf dem Blech läuft, sondern auf dem Zen-Hypervisor. Und wenn ihr euch jetzt ein bisschen auskennt im Ökosystem, dann kennt ihr wahrscheinlich TinyGo. Das ist zwar relativ interessant, aber es hat ganz andere Ziele als wir, weil es eine komplette Neuimplementierung des Go-Compilers, und das hat auch andere Ziele, dass es richtige große Chips und nicht System-on-Chips als Deployment-Ziel hat. Und dann gibt es noch was ganz Neues, das ist erst ein paar Tage alt, das heißt Embedded Go. Das zielt auch auf Embedded Controller ab und das auch Compiler Support dazu baut, aber es nimmt ARM-FAMP-Systeme als Ziel, was auch wieder ein bisschen anders ist als das, was wir machen. Aber wir werden es im Auge behalten, weil es relativ interessant und es geht halt auch in eine ähnliche Richtung. Also alle diese Projekte, unabhängig davon, ob sie jetzt unterstützt sind oder irgendwie kompliziert sind oder nicht, aber sie haben uns alle geholfen, das zu verbessern, was wir eigentlich machen wollen. Und um jetzt bei unserem Projekt anzukommen, unser Ansatz war nicht so sehr zu verstehen, ob es geht, weil das war uns klar, dass es geht. Es geht uns darum, kann man das alles schaffen, ohne dass man irgendwie den Compiler unrein macht oder einfach unsaubere Änderungen durchführen muss dazu, die das Ganze weniger wartbar machen. Ich arbeite halt in der IT-Security, in der IT-Sicherheit. Und das ist wirklich eine neue Anwendungsfall für uns. Wir haben normalerweise nicht so viel zu tun mit irgendwie Compilern und mit Sprachendesign. Aber wir sehen einfach, dass es so viele Unikernel-Projekte gibt, die einfach alle sinnvoll werden, die aber niemals in der Produktion landen. Das sind Leute, die richtig Leidenschaft dafür haben und die auch die Grenzen einfach rausschieben wollen, aber das ist nicht unser Ziel. Was wir machen wollen ist, wir wollen es absolut minimal durchziehen, es soll sauber sein, es soll vertrauenswürdig sein, damit es die Leute dann auch wirklich verwenden. Also war unser Ziel, dass wir den Compiler in der minimalen Weise patchen,
Und auf, nur auf die Weise, wie wir als IT-Sicherheitsexperten sagen können, dem trauen wir, das ist okay, das können wir verantworten, dass wir das machen. Deswegen haben wir uns auch noch so Nebenziele gesetzt. Wir müssen zum Beispiel auch den gleichen Stil des Codes einhalten, damit es für die Leute wartbar ist, damit es alles übergeben werden kann und dass die Leute das auch warten können. Wir haben das so entworfen mit dem Ziel, dass wir das immer irgendwann in Upstream übergeben können. Und was am Ende unser Ergebnis waren nur ungefähr 3000 Zeilen Code, die neu waren oder geändert wurden. Wir hatten relativ starken Fokus darauf, dass wir Code wiederverwenden von anderen Architekturen. Und unser letztes Ziel war im Prinzip, einfach einen Import zu haben, den man in einem Go-Programm macht, damit die Entwickler das relativ simpel verwenden können. Wenn du die Hardware nicht benutzt, dann musst du auch nichts drüber wissen. Es sollte keinerlei Nachteile mit sich bringen, also keine Runtime-Dependencies, die du nicht brauchst. Und nebenbei brauchen wir natürlich Unterstützung für relativ breite Unterstützung für verschiedene SOCs. Dadurch, dass wir den Compiler weiterverwenden, relativ nette Features, wie zum Beispiel, dass man reproduzierbare Builds bekommt. Das ist natürlich für uns als IT-Sec-Experten wichtig. So, wie sehen jetzt unsere Änderungen aus? Also wir haben Glue-Code, also Sachen, die einfach so ein Interface bilden, die das zusammenkleben. Das sind nur 340 Zeilen. Im Prinzip haben wir nur das neue Ziel Tamago zugefügt und das hat sich aber relativ viele Dateien berührt. Wir mussten überall kleine Änderungen machen, um einfach das neue Ziel zuzufügen. Das sind einfach die Änderungen, die wir brauchen, damit wir das haben. So, und jetzt geht es darum, dass wir Support für die eigentliche Runtime kriegen. Was wir da gemacht haben, ist, wir haben Code, der schon in Go im Compiler war, genommen und ihn einfach wiederverwendet. Wir nennen es den Go-Frankenstein, weil es ist ein Monster. Aber vielleicht ist es die falsche Analogie, weil es ist weniger hässlich, als es erstmal klingt. Was wir gemacht haben, wir wollten die Runtime direkt auf dem Blech laufen lassen. Deswegen haben wir uns mal umgeguckt und haben gesehen, dass die Speicherallokation bei Plan 9 sich relativ gut wiederverwenden kann, wenn wir einfach nur zwei Zeilen ändern, weil irgendwann der Allokator Break verwendet und wir sitzen natürlich direkt auf dem Blech und da haben wir keinen Break-System-Call, deswegen müssen wir nur einen Pointer, der den Speicher verwaltet, umsetzen und dann sind wir schon fertig. Fürs Locking verwenden wir 1:1 aus dem WebAssembly-Code. Den können wir einfach nehmen, wie er ist. Das Gute daran ist, es gibt drei Funktionen, die sich in das externe Betriebssystem hängen. Und das werden wir auch verwenden, um irgendwie das zu implementieren. Und es gibt uns aber eine ganz saubere Schnittfläche zwischen dem, was auf der Betriebssystemseite läuft und dem, was wir im Go-Code haben, sodass wir, weil es wirklich definierte Eintrittspunkte gibt, die sauber definiert sind. Und dann haben wir noch ein Dateisystem, was im Speicher lebt, das wir auch einfach weiterverwenden. Was wir noch machen müssen, ist, wir müssen noch EMMC und VFAT dazufügen, aber das ist einfach und das ist auch wahrscheinlich mehr oder minder Copy-Paste. Und das ist schon der Großteil von allem, was wir gemacht haben. Das ist der größte Teil unserer Codeänderungen. Und das liegt einfach daran, dass auf der Art und Weise, wie die Quellcode vom Compiler aufgesetzt ist, mussten wir nur ein paar Ordner kopieren und im Prinzip war es dann schon. Und dann haben wir noch ein bisschen neuen Code, das sind ungefähr 600 Zeilen in 12 Dateien. Das sind die Funktionalitäten, die wir nur für Tamago, für die Architektur bereitstellen müssen und die machen zum Beispiel Initialisierung für den ARM-Core. Das ist ziemlich Standard in jedem Betriebssystem, also
auch im Bootloader oder so. Wir müssen einfach den Heap zum Beispiel aufsetzen. Und da sind auch wieder Hooks drin, damit das Board sehen kann, wie viel Speicher hat es und wie kann er das zugreifen. Und was für uns relativ überraschend war, ist, dass die Go-Runtime fast komplett sowieso schon alleine steht. Es hat fast keine Abhängigkeiten, die man noch auflösen müsste oder die man noch porten müsste. Und das war quasi alles, was wir tun mussten. Und das ist unser Speicherlayout. Da lebt das Ding im Memory Heapstack. Und das lebt hier im Vector Table und das ist alles relativ Standard für Go Runtime Unterstützung. Gibt es drei Komponenten. Wir haben die Unterstützung in der Go Runtime. Das ist ein Beispiel, was passiert in OS. Domago.go. Wir haben ein paar Funktionen, die definiert werden müssen. Wir tun da Informationen rein für die verschiedenen Hardwares und Boards und die Peripherals. Eine generische Funktion für Hardware, eine für Printen auf der Konsole, eine für Random Zufallsdaten und die Runtime möchte, dass das hier provided wird. Das gleiche ist für den Offset für RAM. Was ist der Offset? Was ist die Größe? Und das Rest davon in diesem Ding ist einfach Architektur, noch nicht so richtig spezifisch für ein Board. Einfach ARM-Initialisierung und das ist die Go-Compiler-Modifizierung. Und dann haben wir hier das System-on-Chip-Paket. Das ist sehr einfach, weil das Einzige, was es uns gibt, das ist UX mit der Laufzeit, wo das Memory anfängt im Stack. Und das ist, was die Größe des RAM. Die Speicher ist dasselbe für alle Chips, aber wenn es verschiedene Boards hat, kann es vielleicht mehr RAM haben. Hier zum Beispiel in einem USB-Armory-Paket. Okay, sagen wir einfach, okay, ich möchte, dass alles auf der Konsole gedruckt wird. Und das für die USB-Armory ist eigentlich schon der zweite Serial-Port. Das gehört also in die USB-Armory-Paket. Das heißt, dass wir mit wenigen Modifizierungen in der Go-Runtime das mit System-of-Chip-spezifischen Sachen zu tun hat. Und jede Information, die was mit dem Board zu tun hat, das haben wir im Board-Support-Package, hier zum Beispiel USB-Armory. Das ist der saubere Weg, wenn man das macht. Anderes Beispiel hier haben wir Timer definieren, Definition, Go Runtime, Go needs to get. Also Go muss hier Ticks kriegen und wissen, wie spät es ist sozusagen. Hier gibt es dann verschiedene Timer für die Armory, das wird von der Architektur rausgegeben. Und hier ist viel, was Go auch schon macht, da müssen wir gar nicht selber machen, das wird schon akzeptiert. Das ist das Effizienteste, um mit Low-Level-Sachen wie Timern zu funktionieren und Fuß zu kriegen. Das ist der Startcode, den wir da brauchen, da brauchen wir nicht so viel. Das ist ein anderes Beispiel, haben wir hier entwickeln. Wir sahen, dass Code schon langsamer läuft als erwartet. Okay, warten wir mal kurz. Wir müssen die Clock-Geschwindigkeit ändern. Und von 400 auf 900 MHz müssen wir das ein bisschen selber machen, weil der Bootloader die Frequenz nicht erlaubt. Und im Go haben wir in unserem Package, ein System-on-Chip-Paket, haben wir die Frequenzen geändert. Und so sieht der Treiber aus in Go. Hier haben wir unsere Funktion für Register, für PLL-Register. Wir haben zwei Bits auf 0 gesetzt in diesem Offset. Das ist ungefähr, was du in C finden würdest, aber
aber einfach mit Go. Wir warten, dass unser Value 0 wird, unser Wert 0 wird. Hier kommt Bypass rausgeholt, wir nehmen, setzen den Divisor und so weiter und so fort. Ihr könnt Treiber in Go schreiben. Das Interessante ist, wenn man memory-sichere Sprachen benutzt, direkt auf dem Blech, musst du was machen, was nicht safe ist. Du hast sogar ein Keyword dafür. In Go und anderen High-Level-Sprachen hast du dann das Keyword unsafe. Und dann kann man nach die ganzen potenziell gefährlichen Sachen im Code angucken. Du kannst einfach unsafe suchen, all diese Teile in der Arithmetik angucken. Musst du für Treiber nicht machen, aber es ist dann sehr einfach zu identifizieren im Code. Ich finde das sehr cool über eine High-Level-Sprache wie Go. Die Go-Runtime benutzt Cisco sehr direkt für Funktionen. Das war eins unserer Hauptaugenmerke. Können wir das machen in der Runtime? Und wir brauchen eigentlich nur write. Und das ist das, was dann brauchst du mit der Print-Funktion zu verbinden. Und wir benutzen das, um zur Konsole zu drucken. Das ist das Einzige, was du eigentlich brauchst auf Bare Metal, am direkten Prozessor. Wenn du ein Standard-Output schreiben willst, auf diesen Geräten, ihr habt keinen Bildschirm, ihr habt keine Konsole, das machen wir dann im Board-Paket. Wenn jemand da was anderes machen will, das ist nämlich außerhalb des Compilers, könnt ihr dann jede PrintK-Methode nehmen, die ihr wollt. Am Ende sieht es dann so aus, wir haben normalerweise deine Go-Runtime unter dem User-Space in einem komplexen Betriebssystem. Im Kernel-Space können wir es dann suchen, nach Drivern, wenn die Peripherals reden und so weiter. In Tamago haben wir den Package direkt in der Runtime, das System auf dem Chip und das USB-Package sind in den Treibern mit drin. Und dann gibt es einen System-Call, ist einfach nur verbunden mit dem Treiber-Support im Go-Paket. Und das alles in Go. Wenn wir die Vanilla-Go-Runtime benutzen, die einfache Go-Runtime, dann gibt es hier die Runtime-Unterstützungsfunktion, die ist nur Tamago. Und das ist die Veränderung. Wir reduzieren dramatisch, wie viele Zeilen Code wir brauchen. In diesem Setup ist das einzige eigentlich der Bootloader. Der haut halt nach dem Boot ab. Wir arbeiten aber auch dran, den zu ersetzen. Aber es gibt kein C, kein bisschen. Und wenn wir dann dieses Ding entwickeln, bilden und zum Laufen kriegen, du importierst einfach das Board-Package, das ist das Einzige, was du brauchst. Wenn du nun den Treiber spezifisch benutzt, wenn du einen Treiber benutzen willst, dann musst du es auch importieren wie ein Go. Aber für die einfachen Sachen ist das Einzige, was du brauchst. Und dann kompiliert ihr das mit GoBuild, mit ein paar kleinen Flags als Ausnahmen. Das hat was mit dem Board zu tun. Und das zeigt, wo wir das Textsegment unserer Anwendung haben. Gibt ihr diesen Befehl ein, und dann benutzt ihr einfach GoBuild. Und Tamago funktioniert einfach mit der Go-Runtime. Und dann ladet ihr einfach den Elf. Ihr braucht keinen Bootloader. Ihr benutzt das einfach wie ein Kernel. Also, wir haben Treiber eingebaut, sichere Treiber, um uns selbst zu beweisen, dass man es benutzen kann. Und das war sehr wichtig für den Prozess. Das gibt es ein paar Security-Treiber, IMX6,
Und dieses Element erlaubt uns, zu verschlüsseln, zu entschlüsseln. Und der Key wird in der ersten Start des Keys benutzt. Ihr könnt ihn nicht lesen, könnt ihr nur benutzen. Und der Treiber dafür nimmt so ungefähr 240 Zeilen Code. Das ist 10-mal so wenig wie bei C hierfür. Und wenn ihr dieses Paket ladet, dann braucht ihr den Derive-Key. Und dann wird aus der Hardware dann dieser Key hergestellt. Und das Schöne ist, dass wir Strukturen benutzen kann in Go, sodass sie mit C kompatibel sind, mit ein bisschen Anstrengung. Und dann kann Daten allokiert werden, zugewiesen werden. Und dann haben wir diese Struktur hier, machen einen Pointer zur Struktur und dann funktioniert es einfach. Hier unten schreiben wir die Adresse für unsere Go-Struktur zum Register, zum Hardware-Register, und dann tut es einfach seine Arbeit. Wir haben den Treiber für den Zufallsnummern-Generator geändert. Es wird auf dem Chip gebaut, das ist sehr praktisch für den ersten Boot, weil diese Hardware keine Batterie hat und keine Uhr. Und dann brauchst du einfach nur so einen kleinen Seed, und der wird hier benutzt. Das sind 150 Zeilen Treiber hierfür. Wir haben das mit der CryptoRun-Funktion von Go verbunden. Ihr benutzt einfach Go und CryptoRun kommt einfach hier raus. Dann haben wir einen USB-Treiber geschrieben, was sehr anstrengend ist, kann ich euch sagen. Also könnt ihr eure Lebensziele echt in Frage stellen. Bist du 40 und schreibst einen USB-Treiber. Aber Go hat hier sehr geholfen, mich glücklich zu halten, weil ich Go benutzen konnte. Ich kann verschiedene Sachen benutzen, wie ich will. Da gab es ein kleines Memory-Problem, aber naja, kleines. Mit einem Treiber mit Go schreibst, gibt es nur so ein paar Aspekte, über die du gucken musst, die sind ein bisschen merkwürdig für Go-Programmierer, weil die normalerweise nichts damit zu tun haben. Aber du brauchst allein Structure, weil die meiste Hardware Unline-Pointers nicht akzeptiert. Da brauchen wir Pläne für. Und du musst den Underline-Buffer wieder rumtragen, um den Alignment-Buffer zu unterstützen. Das ist das Einzige, wo ihr euch wirklich drum kümmern müsst. Wir haben einen vollständigen Treiber. Für jeden Treiber, den wir machen, jedes Mal, wenn es die Hardware angefasst hat, dann ist er der Pager-Nummer und der Name und der Sektion. Echt, wenn ihr euch den Code vom Linux-Kernel anguckt, da sind so viele komische Dinge drin. Wenn da einfach nur ein Kommentar auf der richtigen Seite wäre, dann hätte man sich da Stunden von Arbeit gespart. Also wenn ihr da lernen wollt, haben wir auch alles hier mit reingetan, und ich finde, das fehlt viel in vielen Kernel-Dingern. Als ich den USB-Stick hatte, Treiber hatte, war es ganz einfach. Der halbe Code ist, den Deskriptor zu finden. Und wir haben die zwei Funktionen, tun das zusammen mit Google NetStack. Das ist ein sehr cooles, vollständiges Go-Ding von Google. Das tun wir einfach rein. Und das zeige ich euch eine Demo, wenn es denn funktioniert. Auf der linken Seite zeige ich den USB Armory Chip mit Tamago. Das ist Tamago, wie es läuft. Und was wir hier gemacht haben in den paar Sekunden ist, der Bootloader ist direkt in Go gebootet. Dann hat es hier einen Selbsttest von dem Zufallszahlengenerator. Dann ändern wir die Geschwindigkeit des Prozessors. Dann haben wir eine Datei in den Speicher gelesen. Wir haben die Timer aufgesetzt. Dann schläft er für 100 Millisekunden. Dann haben wir ein paar Zufallszahlen generiert. Dann haben wir ECDSA-Signaturen generiert. Dann haben wir ungefähr 1,5 GB Speicher allokiert, um den Garbage Collector zu testen. Und dann haben wir das USB-Modul gestartet. Und wenn ich jetzt
Wenn ich jetzt mein anderes USB-Armory anstecke, ich habe zwei miteinander verbunden, das ist ziemlich meta. Das heißt, jetzt hier wird dann der Link evaluiert und man sieht sofort, dass Traffic drüber geht. So, und wenn ich mich jetzt auf meine andere USB-Armory verbinde, das ist einfach nur ein UDP-Echo-Server. Ich kann direkt den Speicher debuggen und ich kann sogar das Spiel hier starten. Ich kann, ich streame Star Wars in ASCII. Und wenn ihr glaubt, es sollte schneller laufen und flüssiger, dann ist das Problem nicht Armory, sondern das Problem ist Windows, dass es hier die Fensteraktualisierung nicht sauber aktualisiert. Und was ihr hier seht, ist einfach TCP-IP-Handling. Das ganze Handling der Netzwerkpakete, nichts davon hat irgendwas mit C zu tun. Es gibt keine einzige C-Zeile da drin. Das ist alles Go und ganz minimal Assembler. Und ich finde, das ist ziemlich beeindruckend. So, jetzt schauen wir uns die Performance an. Mal gucken, ob der Film beendet ist, ja. Wie erwartet, die Geschwindigkeit ist grob dieselbe. Also wenn man dieselbe Anwendung unter Linux und unter Tamagotchi startet, dann kommt dasselbe raus. Hier habt ihr ein paar Zahlen, die wir da dran hingehängt haben. Die Zahlen sind relativ identisch. Und wenn wir darüber nachdenken, natürlich, es sollte entweder gleich schnell sein oder schneller, da wir weniger Overhead haben. Es gibt ein paar Einschränkungen, leider. Ein paar von denen wollen wir auch noch angehen. Also die Hardware, auf der wir hier laufen, hat nur einen Thread. Das heißt, wenn ihr einen Loop habt, der immer wieder läuft und ihr ausbrechen müsst, ihr kommt im Moment nicht raus. Das ist eine ziemliche Einschränkung. Ihr könnt es vermeiden, indem ihr zum Beispiel gelegentlich den Scheduler aufruft. Und das solltet ihr in der realen Arbeit sowieso nicht machen. Wir müssen auch noch Dateisysteme im Storage implementieren. Wenn wir Bibliotheken importieren müssen, dann braucht ihr immer noch ein Package. Ihr könnt C theoretisch einbinden. Warum solltet ihr das tun? Aber ihr könnt es. Es ist alles freestanding. Es gab noch bis auf ein paar kleine Überraschungen, waren wir selber überrascht, wie einfach es war, das Ganze ans Laufen zu kriegen. Und was wir jetzt könnt ihr im Prinzip machen, was ihr wollt, alles Krypto-Wallets, Authentifizierungstokens, Dongles. Was wir gelernt haben, ist, wir können die Komplexität tatsächlich total verringern und nicht einfach nur woanders hinschieben. Wir haben C komplett ersetzt. Wir haben geschafft, dass Go tatsächlich jetzt mal eine Chance hat, auf dem Metall direkt laufen zu können. Und ich möchte all diesen Leuten auf der Folie hier danken, die beigetragen haben zu diesem Projekt. Und jetzt habe ich noch 2 Minuten für Fragen. Das war... Thank you, Andrea. Perfect ending time, 13:37. So we still have 13 minutes for Q&A. Also das war die Übersetzung von dem Talk, gemacht von Siri, bzw. Sirenensang und Kaste. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann bitte an den Hashtag C3T. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Jetzt haben wir eine Frage aus dem Internet und es geht irgendwie um Sachen auf Bare Metal, ob es da Probleme gibt. Und er sagt, nein. Auf dem Metal, wenn ihr es einfach ausschalten wollt, dann könnt ihr die Garbage Collection ausschalten, könnt es auf einer sehr spezifischen Zeit rennen lassen. Wenn die Applikation nicht so lange läuft, dann könnt ihr es auch einfach nicht laufen lassen. Und das machen wir eigentlich
eigentlich für die Sache, die wir machen müssen, stolpern wir eigentlich nie in Probleme. Die Performance und das Verhalten ist eigentlich dasselbe wie auf normalen Go-Sachen, auf normalen OS. Da gibt es keine Unterschiede. Wir machen da eigentlich nichts anderes. Vielen Dank. Die nächste und letzte Frage ist, eignet sich Tamago für Echtzeitanwendungen und wenn ja, wie sehr? Ich glaube, dass, wenn wir die Garbage Collection ausschalten, kann das funktionieren. Ich bin kein großer Fan von Echtzeit-Betriebssystemen. Immer wenn Leute diese Sachen benutzen, haben die so viele Bugs, dass der Echtzeitpunkt eh nicht so gut funktioniert. Und dann haben wir es auch nicht so richtig gebraucht. Aber natürlich gibt es auch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel in Finanz, wo es wirklich braucht. Wenn ihr Zeit dafür habt, dann gibt es da bestimmt eine bessere Sprache für. Aber jetzt, wo ich das sage, wenn ihr die Garbage Collection ausschaltet, kann das bestimmt funktionieren, weil das Resultat halt sehr vorhersagbar ist. Danke für das Projekt. Drei kleine Fragen. Zunächst, schaut ihr üblicherweise auch auf die Assembly, die ihr erhaltet? Die zweite Frage ist, Go ist bekannt für Fuzzing. Habt ihr auch Fuzzing von euren Applikationen auf der Plattform gemacht? Und das letzte ist, habt ihr irgendeinen Fehler in der Runtime gefunden beim Porten? Ja, wir haben uns die Assembly angeguckt. Wir haben den Go-Assembler benutzt. Die Generation, also die Herstellung ist so ganz normal wie auf dem ARM mit Go. Nur, dass es halt auf dem Bare Metal ist, auf dem Prozessor. Das fassen wir da nichts an. Wir fassen den Go-Assembler nicht an. Die zweite Frage, Fuzzing. Wir wollen USB fuzzen. Wir wollen einen Low-Level-USB-Fuzzer bauen für den Host. Wir versuchen auch zu versuchen, wie wir extern GoFuzz hierfür benutzen. Ja, da denken wir dran drüber nach. Und habt ihr Bugs gefunden? Ja. Und wenn ihr dieses Slide, hier ist ein spannender Go-Bug, hier unten über die Garbage Collection. Da gibt es zumindest eines merkwürdiges Ding, aber wir arbeiten dran. Und das Leute sind da sehr hilfreich. Das ist nichts, was irgendwie die Show völlig gestoppt hat. Wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Ja, drei weitere Fragen. Haben wir dafür noch Zeit? Eine, ja. Dann nehmen wir mal. You get all three, but just one now and then. Nimmt mal die einfachste. Wie günstig wäre Tamago zu benutzen für andere Mikrocontroller? Ja, für Mikrocontroller ist einfach TinyGo. Der Fußabdruck für den Standard-Go-Compiler ist sehr groß. Also nimmst du TinyGo, das ist ein großartiges Projekt. Guten Grund, dass es das gibt. Für Mikrocontroller nimmt ihr TinyGo. Für System on Chips nehmt ihr Tamago, das ist dann der Unterschied. Nächste Frage, Mikrofon 3. Vielen Dank für den Vortrag und für die Arbeit. Würde die auch andere Ziele unterstützen, also zum Beispiel den Armory MK1 oder? Ja, das machen wir. Wir unterstützen den Armory Mac 1 und auch den Raspberry Pi Zero. Das sollte drauf eigentlich schon funktionieren. Und ich finde es sehr wichtig, anderen Projekten die Chance zu geben. Und es ist eigentlich auch sehr einfach, andere Hardware damit zu unterstützen. Das sind nur ein paar Tage Arbeit. Ja, definitiv. Die Pull-Requests sind immer willkommen. Zurück zum Signal Angel. Kann man das hier auch auf anderen ARM Cortex Prozessoren laufen lassen, oder? Kann es benutzen, ausführen auf jedem System auf dem Chip, SoC, SOC, das ARM Architektur Unterstützung hat in der Runtime.
Also es wäre eigentlich sehr einfach, das auf jeder ARM V7-System, Chip laufen zu lassen. Und kann man auch sehr einfach auf alles andere adaptieren. Also wie gesagt, was man dafür braucht, ist es sehr einfach, es auf andere Plattformen zu porten. Solange wir über SOCs reden, sollte das eigentlich relativ einfach zu machen sein. Danke für die Antwort. Ich habe mehr Fragen. Würde Tamago auch auf dem USB Armory MK1 laufen? Ja, definitiv. Und wir wollen dafür sorgen, dass es diesen Support sehr bald gibt. Ein sehr interessierter nur C-Anwender. Was ist es an Break Register Maps und wie löst ihr das auf dem? Es funktioniert sehr gut. Wir nehmen GDB, wir benutzen Breakpoints wie bei jeder anderen Application, sonst wären wir ja verrückt geworden. Ja, das funktioniert. Okay, next up, microphone number two, please. Du hast erwähnt, dass du Dateisystem-Unterstützung bekommst. Ihr wollt VFAT benutzen. Es gibt eine rein Go-Implementierung dafür, wenn ihr die noch nicht kennt. Ich glaube, es ist das. Die Fusion-Implementation haben eine. Die Fuse-Implementierung. Es gibt eine Fuse, nur User-Space-Implementierung von FAT. Ja, da gibt es ein paar Implementationen, die schon draußen sind. GERD hat das schon. MNC Support hat das auch schon. Und wir werden versuchen, das auch zu kriegen, einzubauen. Das sollte eigentlich auch trivial sein. Wir benutzen FAT, weil das einfach und schnell ist. Ihr braucht da nicht fancy Scheiß für. Microphone number one, please. Danke für den Vortrag. Habt ihr schon mit Upstream geredet, darüber es in die Mainline zu kriegen? Ja, da arbeiten wir dran. Wir sind da sehr nervös bei, weil wir wollen, dass alles sehr sauber läuft. Aber wir wollen dem die beste Chance geben, die es kann. Wir haben Kontakte bei Upstream und das wurde von Anfang an so kodiert, um es sauber, nice, respektabel zu haben. Und das wollen wir, ich will den Compiler nicht maintainen, ich will eigentlich nur die Treiber maintainen. Und wir versuchen sehr, das in einen Zustand zu kriegen, wo man das Upstream schicken kann. Habt ihr da eine Timeline für? Nein. Aber ich hoffe, Ende nächsten Jahres. Heißt es dann immer noch Tamago und warum heißt es so? Also es heißt Tamago, weil Tamago Ei heißt auf Japanisch und Go heißt, läuft in ihrer eigenen Shell auf dem Metall, darum Tamago und eigentlich außerdem Tamagotchi. Danke. Das ist der einzige Grund, warum wir das machen. Erst haben wir das Name ausgedacht und dann dachten wir so, oh, was können wir damit machen? Ja. Gibt es noch Fragen aus dem Internet? Nein. Ich glaube, wir haben hier noch eine Frage beim Mikro 1. Heutzutage haben Embedded-Systeme immer noch Bildschirme. Wie ist es bei euch? Ja, die USB-Armory hat keinen Bildschirm. Das war unser Fokus nicht. Aber warum könnte man da keinen Videotreiber mitbauen? Wird vielleicht nicht ganz so schnell sein, wie es kann. Aber wenn du es richtig machst und schlau bist, kann es natürlich funktionieren. Aber erstmal war es nicht unser Fokus. Unser Fokus ist, klügere Smartcards zu haben, Tokens, so weiter. Wir haben Bluetooth drauf, USB. Erstmal, wenn du eine UI dafür brauchst, haben wir dann eine App für, oder wir nutzen es für Networking. Aber ja, vielleicht in der Zukunft, wer weiß. Gibt es sonst noch Fragen? Ich schätze nein. Gut, dann sind wir fertig. Vielen Dank, Andrea. Damit auch nochmal das Ende der Übersetzung. Yeah.